Hallo und willkommen beim nächsten Tutorial Update. Heute geht es um das neue Diamant Formwerkzeug. Das ist für mehrere Dinge verfügbar, einmal für die Zeichenwerkzeuge, dann für die Kriegsnebelwerkzeuge und auch für die Sichthindernisse. Wir können dieses Diamantformwerkzeug theoretisch mit jedem Rastertyp benutzen. Am meisten Sinn macht es aber bei der neuen isometrischen Darstellung und deswegen habe ich das Raster hier schon entsprechend geändert, wie man sehen kann. Ich schalte das aber noch mal kurz aus. So. Okay, wir fangen mal mit den äh, Zeichenwerkzeugen an. Da werden wir einfach mal ähm, benutzen, was wir schon kennen. Also ein Formwerkzeug wie zum Beispiel den, den Kreis, damit können wir halt einfache Kreise zeichnen. Oder hier das Rechteckformwerkzeug, damit können wir Rechtecke zeichnen. Jetzt gibt es hier oben das neue Diamantformwerkzeug. Damit können wir eben speziell für diese isometrische Ansicht äh, zeichnen. Das schauen wir uns mal an. Dann sehen wir schon, wie das funktioniert. So. Wir machen mal ein besseres Beispiel. Wählen hier mal eine Textur aus. Ähm, Moment, wir nehmen mal eine andere. So, nicht das Gras. Doch, wir machen mal hier so einen ähm, Matschweg vielleicht, genau. Der passt ganz gut. So, jetzt können wir also ähm, quasi in der isometrischen Darstellung einen kleinen Weg einzeichnen. So. Hier mit einer Abzweigung vielleicht. So, das klappt schon mal wunderbar. Natürlich können wir das auch wie gewohnt bei den anderen Formwerkzeugen am Raster ausrichten. Dann machen wir das Raster nochmal kurz an, damit wir uns das nochmal anschauen können. Hier sieht man schon, kann man direkt am Raster ausrichten und damit natürlich auch genauer zeichnen. Ja, das Formwerkzeug ist dann natürlich sehr wichtig, wenn man selbst Karten erstellt. Und äh, damit ist das jetzt auch in der isometrischen Darstellung kein Problem mehr. Gut, ein weiteres Beispiel vielleicht nochmal. Wir machen mal ein kleines äh, Gebäude. Wir improvisieren da wieder, nehmen als Wand wieder die Pflastersteine und ähm, als Boden einfach ein bisschen Sand. Das Raster machen wir nochmal aus. So, und jetzt können wir auch äh, in der isometrischen Ansicht hier ein kleines Gebäude erstellen. Klappt wunderbar, müssten wir nur noch mit Inhalt füllen da gibt es jetzt aber noch eine sache zu beachten. wir nehmen mal ähm, für den boden eine andere textur und zwar eine ähm, holztextur. solche holzplanken hier. jetzt machen wir noch mal so ein kleines gebäude. so und jetzt sehen wir eigentlich schon, wo das problem natürlich liegt. Ähm, die holzplanken, die textur, die gehen hier von links nach rechts, also immer in der geraden linie hier horizontal. natürlich müssten die erst eigentlich schräg angeordnet sein. Ich mal den Mauszeiger, damit man das besser sieht. Jetzt sind sie horizontal und eigentlich müssten sie ja für die isometrische Darstellung schräg angeordnet sein. Sind sie hier aber natürlich nicht, weil die Textur nicht äh, stimmt. Wir müssen da also aufpassen, dass wir nur passende Texturen auch verwenden, beziehungsweise Texturen, wo es keinen Unterschied macht, ähm, in äh, welcher Lage die dargestellt werden. Okay, das war das Diamantformwerkzeug für die äh, Zeichenwerkzeuge. Jetzt haben wir hier mal unsere kleine Schmiede wieder und wechseln mal zum Kriegsnebel. Machen den auch mal an. So, und wenn wir jetzt eine isometrische Karte haben, da können wir natürlich auch nicht die gewohnten Rechteck- oder Kreiswerkzeuge benutzen, um Räume aufzudecken. Ähm, da müssen wir anders vorgehen. Theoretisch müssten wir jetzt hier das ähm, Polygonwerkzeug nehmen und dann immer Stück für Stück einzeichnen, was aufgedeckt werden soll. Jetzt haben wir noch das Diamantformwerkzeug äh, für den Kriegsnebel. Und damit können wir eben auch ganz einfach hier entsprechende Bereiche aufdecken. Das funktioniert wunderbar. Gut, dann am Schluss noch das Diamantformwerkzeug für die Sichthindernisse. Da ist das ganz genauso. Da können wir jetzt hier gleich auf Anhieb unsere Sichthindernislinie festlegen. Da müssten wir jetzt nur noch den Teil für die Tür löschen. Oder wir können das natürlich auch ausgefüllt machen. Das machen wir mal auf dem. In dem Raum hier, da sehen wir das auch wunderbar. Hier machen wir dann nochmal die Tür weg. Und natürlich kann ich auch bei Kriegsnebel und bei den Sichthindernissen das Ganze noch am Raster ausrichten. Okay, das war es auch schon, dieses Diamantformwerkzeug. Äh, sehr nützlich, wenn man halt in einer isometrischen Ansicht spielen möchte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch ein bisschen was genutzt und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.